Herzlich willkommen zu Besiegen Sie den Turmkommandanten. Scheiß die Wand an. Okay. Buff habe ich drin. Rüstungsbeschädigt. 19%, aber. Moment. Kann ich da nicht reparieren? Ne. Ah doch, da kann ich reparieren, genau. Schrott verkaufen, ja, machen wir mal. Machen wir mal. Die Stimpacks sind scheiße. Medkits auch. Naja, übrigens kommen wir da reparieren. Okay. Achso, entspannen. Schild und Damage go. Don't. Und immer diese eine Fähigkeit unterbrechen. Ich glaube, weil mit der einen macht er ganz viel Damage. Ne, die ist es, glaube ich, ne? Die unterbrechen. Ich komme nicht raus, Alter. Nein, fast tot. Schon. Unterbrechen, ja. Nein, ich komme nicht raus. Das gibt's doch nicht. Mit Meisterschlag besiegt. Ja, was soll ich denn doch noch unterbrechen? Ich kann doch gerade alles unterbrechen. Na, warte nur. Ist nämlich ein noch besseres Medkit. Stimpack. Na, ich will ihn töten. Der ist doch kein Dark Souls hier. Nur in Dark Souls stirbt man so oft. Oh Gott, und heute ist schon Anfang März, April, Mai. Im Mai kommt Dark Souls 2 für den PC raus. Und das muss ich spielen komplett. Naja, ich hab's versprochen. Also, Dark Souls 2 im Mai komplett. Ja, Dark Souls 1 habe ich auch komplett durchgespielt als Let's Play und da habe ich es für mich noch bis endgeblos 4 gespielt. Naja, ist auch egal, wir sind jetzt bei Star Wars oder irgendwie so ein Spielchen. Nicht bei Star Bounty oder Dark Souls und was auch immer. So, wieder mal ein Sub unterbrochen. Unterbrochen. Das kann ich nicht unterbrechen, scheiße. Das kostet was. Aber ich habe ja noch 2000 Münzen. Ja. Katzenklo. Zum Glück habe ich noch so ein paar Scheißpunkte. Ach Gott. Weil ich die letzten Schläge nicht mehr unterbrechen kann. Fick dich ins Knie, Mann. Ich ins Knie. So, nehmen wir doch mal so ein Ding.
Gott, geh halt weg. Genau. So. Das hat sich ja wehgetan. Nö, das hat nicht wehgetan, das hat mich nur getötet. Oh, immer der mit seinen tollen Kommentaren hier. So. Concentration. Nein! Und so. Scheiße. Jawohl. Tägliche Bosse und ich gibt's später noch als tägliche Quest. Ne, aber mit mir nicht. Ich will nur die Story spielen. Okay. Ah, es war wieder lächerlich einfach. Ich bin jetzt natürlich ein paar Mal gestorben, um zu zeichnen. Wie das sei, kann man nicht ordentlich die Zauber unterbricht. Ja, so kann es halt passieren. So, erstmal einen Schluck Wasser. Und dann klappt alles besser. So, und jetzt machen wir mal. Jetzt greifen wir mal auf den Steuerkern zu. Vor langer Zeit habt ihr uns aus unserem Gefängnis auf Belsaris befreit. Seitdem seid ihr gewachsen. Euer Verstand und euer Körper, eure Fähigkeiten und euer Wille. Wir aber haben den Tod gekostet. Auf Dervalis hat das Imperium Lord Kyrak aus unserer Gemeinschaft gerissen. Unsere Erinnerung. Unsere Namen, unsere Ziele sickern aus unserer Wunde. Wir haben die Vergessenheit gespürt und sie zieht uns mit sich. Wie ihr haben wir uns verändert. Tuma erstmal so, als ob wir denen helfen wollen. Tuma Masson. Ich verstehe, ihr leidet. Wenn wir zusammenarbeiten, muss es nicht so weitergehen. Ihr begreift gar nichts. Einst begehrten wir ein Imperium. Doch jetzt treibt uns der Tod von Lord Styrak in den Wahnsinn. Die Wunde muss geheilt werden. Unsere Gemeinschaft verlangt 6. Oder es herrscht Chaos. Kein Sith kennt Stärke, Dunkelheit und geheime Furcht so gut wie ihr. Einst ein wertloser Sklave, jetzt ein Wesen, das würdig ist, verehrt zu werden. Jetzt werdet ihr euch uns anschließen. Wir werden uns an euren Träumen glauben, zusammen erstarken. Kann ich nicht einfach ja sagen? Ihr wollt mich kontrollieren, eine Chance ergibt euch. Mal angenommen, ich sage ja. Wenn ich akzeptieren würde, wenn ich Teil eurer Gemeinschaft würde, wie würden wir beginnen? Zuerst müsst ihr erniedrigt werden. Wir unterwerfen und demütigen euch, bis nur noch Furcht übrig bleibt. In diesem Moment bereiten sich unsere Schiffe auf den Start vor, um unsere Geräte auf andere Welten zu bringen. Drom und Kaas, Nar Shaddaa,
und Coruscant. Die Einwohner werden infiziert und die Planeten überwuchert. Mütter werden ihre Töchter töten, während die Soldaten vor Furcht weinen. Alles, was euch lieb und teuer ist, wird vernichtet werden. Ihr werdet versuchen, unsere Schiffe aufzuhalten und scheitern. Dann werdet ihr bereit sein, euch uns anzuschließen. Ja, kehrt zu Lord Hackworth zurück. Der ist natürlich in der Base. Oder muss ich da hin? Nee. Doch, der müsste in der Base sein, genau. Dann porte ich mich mal zurück. Ich bin jetzt ganz so dumm, wie ich aussehe, nur halb so dumm. Und dann Quest abgeben, Belohnung bekommen. Und was weiß ich. Oh, ich habe was im Briefkasten. Bla bla bla, Story Story. Auf Oricon war ich gezwungen, in einem Albtraum zu leben. Ich musste um mein Leben kämpfen, während mir ständig unvorstellbare Schrecken zugeflüstert wurden. Jetzt lebe ich in einem anderen Albtraum, in dem ich mich nicht im Spiegel anschauen kann, ohne angewidert zu sein, indem ich nicht vergessen kann, dass ich für das Imperium gekämpft habe. Oh, ich habe versucht, es vernünftig zu sehen, damit abzuschließen, aber es hilft nichts. Ich habe dem Sith Imperium geholfen und nicht ein einziges Mal versucht zu entkommen oder etwas zu sabotieren, weil ich große Angst hatte. Ich wollte leben. Ich bin nun runter von diesem Felsbrocken und ich lebe. Ich habe daran gedacht, das Militär und den Krieg hinter mir zu lassen. Aber das kann ich nicht. Ich werde für meinen Fehler gerade stehen müssen. Ich hoffe wirklich, euch eines Tages an der Front wiederzusehen, damit es einen imperialen Handlanger weniger in der Galaxis gibt und ich meiner Erlösung einen Schritt näher komme. In Liebe, Darren Walker, Sergeant Republikanische Armee. Der will mich töten und schickt mir Geld. So was Dummes. Ja, schickt mir, also wenn da draußen mich jemand nicht mag, schickt mir 2000 Euro. Das trifft mich ganz hart, wenn mir jemand Geld schickt. Das trifft mich sehr hart. Einer eurer Akolyten ist verrückt geworden. Euer Schutz ist möglicherweise unzureichend. Ich versuche mich zu konzentrieren. Was? Wir haben nicht viel Zeit. Ich habe den Computerkern sichergestellt, aber die Schreckensmeister starten einen Angriff auf das Imperium. Verdammt! Das erklärt die Signale, die wir empfangen. Nicht weit von der Festung entfernt werden Hyperantriebe hochgefahren. Ladet die Torcodes vom Computer herunter. Wir werden dann in die Festung eindringen. Ja, natürlich. Sorgt nur bitte dafür, dass die Schiffe der Schreckensmeister unsere Welten nicht erreichen. Der Schaden wäre unvorstellbar. Beeilt euch, so viel ihr wollt. Ihr werdet trotzdem sehen, wie eure Planeten brennen. Ich soll alle gucken. Wille, Präzisionswert, Angriffskraft. Brauche ich eigentlich nicht, dann nehme ich doch mal das. Ja, Fasel. So. Bitte sehr. Wie viele Marken habe ich eigentlich? 54. Na, die gebe ich erst ganz am Schluss auf. Aus. Missionsterminal. Na, täglich gefallen drum. Ja, das sind dieselben Quests, die wir schon mal gemacht haben, nur als tägliche Quests.
Deswegen lassen wir es einfach mal so stehen und konzentrieren uns auf die Story. Feuchtwehrkommandanten, Sabotage, Feuchtwehrtransporter und da oben dasselbe. Das heißt da lang vor und dahin. Ja. Und diese Transporter zerstören wir beim nächsten Mal. Und tschüss.